Liebe Schwestern und Brüder, da tun sich Abgründe auf. Diese Redewendung beschreibt, dass es zwischen einer erwarteten und einer tatsächlich abgelieferten Leistung einen großen Abstand gibt. Denken wir an die Qualität eines Produktes oder ein Ergebnis im Sport bzw. eine Entscheidung in der Politik. Überall, wo solche Abgründe zu finden sind, gibt es zwei Seiten, die nicht zusammenkommen. Auch Jesus erzählt im Evangelium des heutigen Sonntags ein Gleichnis, in dem es um einen Abgrund geht. Der arme Lazarus befindet sich nach seinem Tod im Himmel, während der Reiche, der sein ganzes Leben in vollen Zügen genossen hat, in der Unterwelt ein trauriges und schmerzliches Dasein fristet. Es gibt keine Brücke über diesen Abgrund. Vordergründig wird an die Solidarität eines jeden Menschen mit Ärmeren erinnert, denn Eigentum verpflichtet auch. Wenn wir Not sehen und mit anderen teilen, dann sammeln wir uns Schätze im Himmel, wie es Jesus einmal ausgedrückt hat. Keine unserer guten Taten wird bei Gott vergessen sein. Doch es gibt auch manche andere Abgründe in unserem Leben. Unterschiedliche Meinungen, gepaart mit Emotionen, reißen solche Abgründe auf. Ebenso haltlose Unterstellungen oder Egoismus. Mit einer Kultur des fairen Umgangs hat dies nichts zu tun. Dahinter stehen nicht selten verletzte Gefühle, Verlustängste, persönliche Befindlichkeiten oder Abneigungen. Jesus macht unmissverständlich deutlich, dass es irgendwann zu spät ist, solche Abgründe zu schließen, denn unser Leben auf dieser Erde endet irgendwann. Dann hat Gott das letzte Wort. Deshalb sollten wir uns jetzt mühen, zusammenzustehen und unsere Mitmenschen als Geschöpfe Gottes anzusehen und entsprechend zu behandeln. Denn dann tragen wir dazu bei, dass Abgründe beseitigt werden. Und dann werden auch wir nach diesem irdischen Leben eine Zukunft haben. An diese Zukunft sollten wir bereits heute denken. Und so segne und behüte euch der gute und treue Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.